Yo! Big Boy ist in the house hier bei Big Boy. Sind wir heute am Trainieren wieder bei Big Boy aus dem ersten Teil, dem zweiten, der dritten oder fünften. Welcher Teil war es? Ich glaube, Trainingsteil. Auf jeden Fall. Der sechste, fünfte. Big Boy kennt ihr jedenfalls, das ist der Chef hier, Big Boy. Und jetzt ist David, Big Mac, der Big Masse, ist hier unten gerade gerufen wurde. Big Masse ist heute am Warm machen. Wir machen heute auch nochmal wieder Rücken ein bisschen. Und ja. Diesmal trainieren wir ein bisschen zusammen und jetzt darfst du was sagen. Ich habe jetzt die Chance gehabt. Ja, Maschine langsam mal wieder hochfahren. Erste semi-ernste Training mal wieder. Das letzte Mal war ja wirklich nur so Reha und wieder ein bisschen das faule Fleisch wieder zu durchbluten und jetzt dachte ich, geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Was heißt das? Letzte Wiederholungen? Ja, ich denke so vom Volumen mache ich ein normales Training. 5 Übungen, a 4 Sätze. So von der Intensität natürlich vielleicht 60% oder so. Aber wenn ich die Gewichte sehe, dann wird das eigentlich anders übrig bleiben als 60%. Masse. Aha. Masse. 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 Masse, Chef. Masse. Big Boy mal die Maschinen zerstören heute. Die billigen Nachbauten. Das ist auch für eine Firma hier. Keine Schilder dran, ne? Ja, in Schuhe wegen meiner Beine. Deine Beine sind drin. Ja, wahrscheinlich. Oft brauchst du mehr enger als du. Und komm da. Welche nützlichen Tipps kannst du Beginnern oder Unerfahrenen für den Latzug geben? Für den Latzug? Beginnern? Also vielleicht sieht man es auf dem Video. Ich versuche immer am untersten Ende so kurz gegenzuhalten. Also es fühlt sich an, als würde ich es kurz halten. Das sieht man wahrscheinlich von außen kaum. Aber das macht einen riesen Unterschied, ob ich es einfach nur so mache oder ob ich am untersten Punkt kurz anhalte und dann ablasse. Und das habe ich ja, eigentlich kürzlich erst auf dem Platten Guts Video entdeckt von Dorian Yates, dass er das eigentlich dauernd so macht, bei ganz vielen Übungen. Und das Video ist, von wann ist das? Also bestimmt 20 Jahre alt. Ich habe es zigmal gesehen und irgendwann ist mir das aufgefallen, dass er das so macht. Und dann habe ich versucht, bei ein paar Übungen mal mit einzubauen und das, finde ich, macht echt einen Unterschied. Gerade so bei Rücken, vom Muskulatur, die man ein bisschen schlecht spüren kann. Also bei Brust haben die meisten kein Problem, die Brust richtig anzuspannen, aber beim Rücken sieht es ein bisschen anders aus. Und da ich immer sehr, sehr viel aus dem Latt gezogen habe, ich einen starken Latt habe, sind eben die anderen Muskeln ein bisschen zu kurz gekommen. Also die Lichter ausmachen im oberen Rücken.
Und also ich mag, wenn ich jetzt hier die Übung mache, auf die Art, spüre ich die auch im Trapezius und überall. Und ja, das ist was ganz anderes. Also beim Rückentraining ruhig versuchen, ganz auf die Brust zu ziehen und unten ganz kurz zu halten, hinten Schulterblätter zusammenziehen und dann wieder in die Ausgangsposition. Das wäre so ein kleiner Tipp von mir. Martin, wie du gesagt hast, ne? Das ist komisch, ne? Eher so nach unten reinziehen. Vom Weg vorhanden, ne? Ja, es ist schwer. Da ist nicht viel Weg vorhanden. Du hast es ja besser, du hast noch ein bisschen längere Beine halt. Ja. Geht eigentlich, das ist halt viel zu leicht. Ja. Diese Übung versuchen wir noch rauszufinden, wie wir die überhaupt machen können, dass das bringt. Das ist ein bisschen komisch von der ganzen Ergonomie, das Ding. Aber im Prinzip ist es reicher. Also ich bin jetzt auch kein Befürworter von man muss 90 Grad sitzen und man darf irgendwie den Oberkörper gar nicht bewegen oder so. Finde ich auch Quatsch. Kann ruhig ein bisschen mitgehen. Aber es geht natürlich im Endeffekt schon darum, den Ellbogen nach hinten zu ziehen und nicht irgendwie nur so eine Art Kreuzheben zu machen und Schwung zu holen. Also man kann ruhig mit dem Oberkörper ein bisschen mitgehen, aber der Fokus sollte so auf dem Nacken, auf dem Latt liegen und dann kann man hier auch die gleiche Technik anwenden wie beim Lattziehen, dass man eben am obersten, also bei der Kontraktion kurz hält und den Schwung raus. Das ist eigentlich so einfach, so ein Ding ordentlich zu bauen. Ne? Da gibt es Menschen, also das ist wahrscheinlich eher mein Problem. Das war in Spanien so. Da musste ich ungefähr so setzen, dass ich überhaupt ankomme. Weißt du? Weil das so eng war. Und hier ist halt das genaue Gegenteil. Da kannst du natürlich nach vorne gehen. Aber eigentlich ist das ganz einfach. Das ist halt immer ja, die Maschine. Du kannst jetzt nicht nur im Oberkörper ein bisschen die Menschen legen, weißt du, das ist scheiße. Du kannst einen Hunde nur anspannen. Nur die Masse anspannen. Nächstes keinen Schwung holen. So, ne? Masse. Worauf ist zu achten? Zunächst mal ist hier fehlende Masse zu beklagen. Auf dem Gewichtsstapel sozusagen. Ansonsten hier drauf zu achten, ja wie immer, nicht zu viel Schwung holen. Schöne Dehnung im Latt reinbringen und unten am besten auch kurz halten. Schön, also ja, nicht irgendwie so rumschwingen, sondern Gewicht richtig so in die Hüfte, ne? Wie er jetzt ausführlicher erklären würde, aber ihr wisst, was ich meine. Steve, your turn, Bro. Pro Bro. Echte Pro Bros. Oh, gucken, der massive Rücken, was sich da so tut.
im exklusiven ESN Stringer. Aus der Ventin Collection. Immer von hier, mein Leute. Die rechte Seite ist meine Schokoladenseite. Glückler, ich möchte, dass du von der rechten Seite mich filmst. Du hast keine Schokolade. Meine Schokoladenseite ist die rechte. Siehst du? Viel hübscher gleich. Nimmst du gar nicht, eigentlich keine Zugpissen sonst bei den anderen Huren? Der bin gerade auf. Ich wäre mal schon, aber. Na gut, wir wollen hier reizen. Im Kindergarten, ja. Das Beste hier im Laden ist das Licht. Das stimmt. Und das Logo da. Das Logo ist auch gut. Das sieht ja, guck mal, das sieht das, finde ich, hört halt immer vorne ein bisschen so ab. Das ist schon nicht so hundertprozentig. Aufrecht. Was ich meine? Ja, schon zu gelb, weil du kriegst eine stärkere Dehnung rein, wenn du beim Hochgehen runtergehst, mal über Körper praktisch. Dann kann ich nicht mehr dehnen. Weißt du das? Ja, ich meine, das ist hier oben, weiß ich nicht, dass er nicht, wenn er jetzt oben steht, so. Dass er gar nicht theoretisch schon höher gehen könnte. Und dann ist er auch recht schön gerade. Also im oberen Bereich ist es abfällt. Vielleicht. Ich muss auch sagen, das schwerste hier. Schön. Hat er ja, schon mal so von. Und dann sein Maletter auch schon Film. Nee, nee, also hier so. Habe ich doch mal schon gehabt. Weil er da unten habe ich die andere Schmerzen. Aber ist auch die Hand. Das habe ich von Alerta Ocean. Also, das ist hier von Alerta Ocean. Das hier ist von Alerta Ocean. Ja. Hör mal, deine Kollegen. Auch okay, geht, denk an Alerta Ocean. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Du musst bloß googeln. Google es. Komm, David, weiter geht's. Welche auch mal deine. Welche ist deine Schokoladenseite? Rechts auch. Aber ich filme. Egal. Komm, mach mal. Warte, ich muss. Warte, komm mal. Masse! Komm mal weiter. Masse noch, schön noch ein bisschen Dehnung. Zum Schluss. Also 15 habe ich ja meistens. Keine Lust mehr. Weiter, Alter, komm. Weiter damit. Schön, jetzt machen wir das raus. Jawohl. Sauber. Das ist leicht. Schön. Uiuiui. Thank you.
Oder komm. Da Streifen sind im Rücken aber schon zu sehen gut. Aber das Licht ist scheiße. Wenn du dich da anstellst. Immer noch Stück vor. Stück vor. Ja, andere. Nee, bleib mal da, ein Stück vor jetzt. Hm? Ein Stück vor. Und dann hier im Rücken. Hey, ja, so. So ist gut. Da ist gut. Dann muss ein Stück hier rüber. Da. Oder da, genau. Ja, und jetzt ziehen wir nach hinten. Warte mal. So, jetzt wieder vorne auf. Qualität mehr. Spiel mal ein bisschen so rüber. Zeigt Qualität. Das da wird schon ein Video. Das ist so richtig geil. Diesen Winkel wird das Video in vielen Motivationsclips verwendet. Meinst du? Sieht schon cool aus. Ja, ich sage, das ist ganz gut hier. Aber. Alles ist Ruf und Schein. Gutes Licht kann nichts zeigen, was nicht da ist. Dreimal? Oder zweimal. Hast du es schwer gemacht oder gelassen? Hast du es schwer gemacht oder gelassen? Ich war die ganze Zeit auch voll. Ja? Ja, aber zu kurz. Einmal schon. Zugriffe müssen sein. Bitte? Zugriffe müssen sein. Oh, was heißt müssen sein? Das ist jetzt die letzte Übung, ich glaube die fünfte, ne? Und jetzt gönne ich mir die einfach mal. Voll viel Masse. Zur Ausführung, du ziehst ja immer auf in so einem leichten Bogen. Ja, das mache ich so ein bisschen mal so, mal so. Was ich ganz gern mache dabei, ist das auf der Schrägbank liegend. Ja, kann man sich das vorstellen, also auf dem Bauch liegen natürlich. Und dann ist man eben gezwungen, nur aus dem Latt zu ziehen, weil man keinen Schwung holen kann praktisch. Das mache ich ganz gern. Aber jetzt heute, wie gesagt, ist ja so ein zum Reha-Training, dann braucht man sich ganz so ernst zu sehen. Das mache ich einfach so, wie mir gerade danach ist. Aber man merkt schon, dass also bei der Übung merke ich jetzt, dass ich eben nicht fit bin. Und daran merkt man eben auch, dass das die Übungen sind, die eigentlich was bringen. Also wenn an den ganzen Maschinen eben, da habe ich noch kaum gemerkt, dass mir irgendwie schwindelig wird oder so. Und hier merke ich es sofort. Das sind dann eben auch in der Regel die unangenehmen Übungen, die einen vorwärts bringen im Training. Ne? Also so gerade die ganze Ruderei mit freien Gewichten. Das ist eben unangenehm, ist anstrengend, aber bringt es dann auch.
alles noch ein bisschen komisch aus. Inwiefern? Zu wenig Wasser im Muskel und zu viel unter der Haut. Aber ich will nicht meckern. War schon schlimmer die letzten Tage. Deutlich. Ich brauche erstmal eine kalte Dusche, Alter. Hä? Ich brauche erstmal eine kalte Dusche. Voll da. Hä? Jetzt. Ich an jetzt. Aber eine leichte Übung. Bitte. Hä? Du hast die Schüsse schon. Da bin ich nicht. Was? Nee. Deine Schüsse verloren. Ohne Schüsse. Alles Typen hier. Nur mit chaotischen Typen hier zu tun habe ich. Nee. Jetzt gehen die erstmal den Schlüssel suchen. In der Apotheke und in dem Laden. Einfach. Ja. Ich schiebe das mal genau drauf, welches Hotel möchtest du. Das ist perfekt. So, du machst das jetzt warum? Wieso? Für die Bizeps höher oder machst du das so? Weil du Bock drauf hast? Das ist ein geiles Bild jetzt für den Hintergrund. Warte mal. So, warte mal so. Das ist cool. Dann machen wir so, ja. Ja. Bleib mal so. Bleib mal so und dann mach. You want to see yourself in the mirror? You can see yourself in this camera now. This one, this here. Yeah. Ich muss erst hinsetzen. Du willst dich selbst hinsetzen? Aus. Ist einfach zu klein alles ein bisschen. Take her off, you shy? Is he shy, your friend? What? Is he shy? Take her off! Take your shirt off! He's not a man for that. You don't? You don't like it? He doesn't like it. He doesn't like that. He doesn't like that, habe ich gesagt. He doesn't like that. Was denn? Shirt off. Shirt off, no. Only on stage. Er möchte gerne, dass du Shirt off machst. On the beach. Shirt off, on the beach. Und schon gar nicht auf Kommando von irgendwelchen Leuten. Ja. He don't, he do it. Wow, thanks. Ob du schreibst, warte. You don't have to be shy, bro. No, no, no problem. You jump on the stage. Everybody's seeing you on the stage. Yeah, but I decide to take my shirt off. Yeah, but you understand what I'm saying? Yeah. Take your shirt off, bro. You know, you want to show your body. You know what I mean? It's just do it for it's for you. For himself. You know? For himself. He just do it for himself. Yeah, for himself. And for the stage. Yeah, but you jump on the stage. Yeah. Everybody's seeing you. Yeah. What are you saying? Ich möchte dich Shirt off sehen. Ja.
versteht es nicht so ganz. Hm? Er versteht es nicht so ganz. Ja, ich glaube auch. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Sag mal was ganz ehrlich. Geräte. Ich schon, ne? 4 minus. Ja. Der Typ. 6. Geht mir ziemlich auf den Sack beim Training. Ach, warum und, ich auch? dieser permanente Geruch von den ganzen Fischgrillen draußen, ja, und auch der Rauch hier reinzieht. Ja. Also hier ist natürlich brutal heiß, okay, gehört dazu. Mhm. Aber hier stinkt es wie hinter der Küche. So. Ja, das ist ziemlich. Also zum Training. Ich habe jetzt 2 Studios zum Vergleich. Das läuft schon auf jeden Fall viel besser. Und also insgesamt ist so eine Sache. Aber warum ja los in meinem Studio? Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns im Vergleich noch das Etepetete. Also ja, können wir die Zahlen machen. Mehr oder weniger Etepetete an. Da waren ja auch so. Damit die User auch ungefähr wirklich sagen wir, so ein bisschen Mehrwert haben, wenn sie hierher kommen, wo sie wirklich hingehen können. Ne? Jawohl. Aber da waren ja auch so verrückte. Hm? Da waren ja genauso verrückte Jungs. Wo? Ja, in meinem Studio. Da waren ja auch so verrückte. Wo wir waren? Vorgestern. Die den Shop haben da. Ach so, ja. Also genauso Menschen. Ja. Genau solche Menschen. Was machst du? Ich halte drauf. Hm? Ich halte drauf. Ich hab dich drauf. Wenn er cool machen will mit uns, dann hätte er sagen können, ja, ihr trainiert natürlich umsonst. Ja, normalerweise kenne ich das auch so, dass man irgendwo hinkommt. Ja, ich erwarte es nicht unbedingt, aber wenn man dann hinterher so auf Kumpel macht und einen beim Training stört, dann entweder so oder so, weißt du. Ja, die User werden den ja auch schon aus meiner Erfahrung kennen. Der kam aber mit seinen Rudern an. Ja. Die wollten mir helfen. Wo ich schon dachte, hoffentlich passt er nicht. Beim Rudern. Lange so was. Lange Rudern. Geil. Da habe ich nur so gedacht, komm auf eine Seite oder was? Ja, so ungefähr. So quer noch und ach, drauf. Jetzt habe ich mir nur so gedacht, hoffentlich kommt er jetzt nicht mehr. Ja, das spürst du ja schon noch 500 Meter hinter mir. Du kannst das schon spüren, wenn einer kommt gleich. Ja. Und irgendwie helfen will. Helfen. Was machen wir jetzt? Ja, das helfen ist ja auch mal so ein Ding. Ich mache noch ein paar, was heißt, Bauchschnelle. Wollt ihr das auch finden? Ist das was Spektakuläres? Du, das lass ich dir an der Stelle. Für manche Menschen ist das spektakulär. Ja, nee, das ist nichts Besonderes, aber... Machst du immer Bauch nach Trainingseinheiten so allgemein? Nee, aber wir haben heute Überzüge gemacht, dann hast du den Bauch ja eh ein bisschen trainiert und mein letztes Bauchtraining war... Ja, ich meine aber jetzt im Allgemeinen, wenn du deine Allgemeinen du machst, hast du den Bauch mit drin oder was? Im Allgemeinen, also wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel den Rücken trainiere, dann mache ich Überzüge an der Maschine und halt auch sehr schwer, dann ist der erstmal, das reicht dann schon, dann hast du einen Pump im Bauch. Ja, richtig. Ein andermal machst du halt irgendwie schwer Trizeps, dann hast du auch einen Pump im Bauch schon, dann passt das. Aber so vor der Meisterschaft habe ich mir angewöhnt, ja, da kann man mal wirklich alle 2 Tage und wenn es geht, mache ich täglich Bauch. Das bringt das was. Kann man das mal einlegen, genau. Das bringt was. Gut. Also, du machst mit hast du da so gestellt? War ich immer 15, dann war ich immer so 4 Sätze und immer eins schwerer noch so.